Hallöchen, meine Lieben. Und zwar möchte ich einen Weihnachtstag mitmachen. Die liebe Fashion Attitudes, die Tina, hatte den hochgeladen und ja, ich fand den total süß und dann dachte ich, ich nehme mal daran teil. Und schon wieder ist hier im Husten. Und zwar ist er auch relativ fix. Es sind 10 Fragen, die ich gerne beantworten würde. Und zwar die erste Frage, um gleich einzusteigen, ist, welches ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Und tatsächlich ist es bei mir auch Kevin allein zu Hause. Ich weiß nicht, ja, der kam damals raus, als ich relativ klein war, obwohl so klein auch nicht mehr. Und ich habe ihn wirklich jedes Jahr geschaut und ich schaue ihn immer noch jedes Jahr. Einmal im Jahr muss ich den schauen. Und ja, ich glaube, das wird auch so bleiben. Als ich klein war, habe ich halt auch immer Sissi geschaut, aber das hat sich irgendwie, ja, das ist einfach nicht mehr so, dass ich schauen möchte. Irgendwie mag ich das nicht mehr. Jetzt huste ich schon wieder die ganze Zeit. Also, die zweite Frage ist, welches meine Lieblingsweihnachtsfarbe ist. Und ich glaube, meine Lieblingsweihnachtsfarben sind so ein schönes dunkles Rot, Blau und Tannengrün. So, das sind Gold, ja. Aber wenn es und die Lieblingsfarbe, ich glaube, es ist Rot, würde ich sagen. Zu Weihnachten Rot. Ich verbinde immer Rot mit Weihnachten. Dritte Frage ist, kleidest du dich zu Weihnachten festlich oder verbringst du es im Pyjama? Ich versuche eigentlich Weihnachten mich immer ein bisschen, also schick zu machen, irgendwie für mich auch einfach. Also mir ist das wichtig, irgendwie mich ein bisschen so, ja, rauszuputzen. Und ja, also im Pyjama, das käme irgendwie nicht in Frage. So gar nicht. Überhaupt nicht. Nun gut, Frage 4. Wenn du nur einer Person was schenken könntest, welche Person wäre das? Und zwar bräuchte ich da gar nicht lange überlegen. Wenn ich nur einer Person etwas schenken dürfte oder könnte, dann wäre das Anna. Also Anna ist auf jeden Fall, ja, die Begünstigste. Ja, die würde was bekommen. Frage Nummer 5. Öffnest du deine Geschenke am Heiligen Abend oder am Weihnachtsmorgen? Ja, Bescherung ist schon immer Heiligabend gewesen. Ja, dieses Weihnachtsmorgen ist ja eigentlich eher so ein, ist ja in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht so verbreitet. Und ja, ich glaube, ich wäre auch viel, ich könnte gar nicht abwarten. Ich, ja, muss das dann Heiligabend auch, würde ich, ja, käme gar nicht in Frage, bis zum nächsten Morgen zu warten, alles auspacken. Ja. Frage Nummer 6. Hast du schon mal ein Lebkuchenhaus gebaut? Ja, ich glaube sogar mehrmals. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Und das ist ja auch eine ganz süße Idee, gerade als Kind. Macht das ja auch Riesenspaß, das dann zu dekorieren und so. Ja. Frage Nummer 7. Was machst du in den Weihnachtsferien? Naja, ich habe ja nicht so wirklich Weihnachtsferien. Anna hat Weihnachtsferien. Ich ja nicht. Obwohl doch, Semesterferien so ganz kurz. Ja, aber was mache ich da eigentlich? Nichts. Weihnachten feiern und auf Silvester warten. Und optimalerweise lernen. ja, Frage Nummer 8. Hast du Weihnachtswünsche? Ich habe eigentlich keine Weihnachtswünsche, weil ich kriege eh zu Weihnachten irgendwie nichts. Wir schenken uns ja nichts. Und ja, Weihnachtswünsche so direkt habe ich gar nicht eigentlich. Nö. Ja, weil, wie gesagt, irgendwie schenke ja Anna was. Und Anna malt mir dann meistens ein Bild. Darüber freue ich mich auch sehr, weil das ja von Herzen kommt. Wenn sie es nicht vergisst. Meistens ist es sehr wichtiger, Geschenke zu kassieren, als irgendwas zu schenken. Ja, aber sonst, ich habe eigentlich gar keine Weihnachtswünsche. Frage Nummer 9, dein Lieblingsweihnachtsduft. Ich habe irgendwie keinen besonderen Lieblingsweihnachtsduft. Ich trage aber im Herbst, Winter immer gern Gucci Rush. Und ich würde sagen, das wäre dann wahrscheinlich auch mein Weihnachtsduft, weil der riecht ja so zimtig. Und ja, der passt, finde ich, auch zu Weihnachten sehr, sehr gut, denke ich. Ja.
Ja, die letzte Frage, Nummer 10, ist dein liebstes Weihnachtsessen oder dein liebster Weihnachtssnack? Also absolute Lieblingsweihnachtsessen ist auf jeden Fall ganz und Klöße und Rotkohl. Klöße und Rotkohl, ich liebe Klöße und Rotkohl. Könnte ich mich reinsetzen? Oh Gott, ich drehe völlig durch, wenn ich daran denke. Ja, das mag ich schon sehr gerne irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall dann wohl mein Lieblingsessen zu Weihnachten. Das war es auch schon. Und ja, ich tagge jeden. Also es kann jeder mitmachen, der möchte. Ich würde mich über Videoantworten sehr freuen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen ganz zauberhaften, schönen Abend. Tschüss.